Hallo und herzlich willkommen bei Aged Games. Heute habe ich mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein neues Ein-Match mit. Das Spielen sollten Strategiefans unter euch wahrscheinlich kennen, oder sie müssen es kennen. Und zwar ist es Medieval 2 Total War. Hier spiele ich jetzt Also ich muss erstmal erklären, das Spiel besteht aus einem Strategieteil, der rundenbasiert ist, und aus einem Spielteil, der in Echtzeit ausgetragen wird. Und ich zeige jetzt den Teil, der in Echtzeit ausgetragen wird. Würde ich den rundenbasierten machen, würden wir hier 100 Parts rauskriegen. Also, ich muss jetzt diese Burg hier verteidigen. Hab dazu meine Krieger, hier unten auch zu sehen. Und das da sind die Angreifer. Die wollen sie stürmen. Meine Aufgabe ist es jetzt zu verteidigen. Und ich hoffe, ich schaffe das auch. Denn beim letzten Ein-Match mit war ich ja weniger erfolgreich. Also ich habe knapp verloren. Sehr knapp. So, von den Stärken hier ist der Gegner hat sogar mehr Männer als ich. Ja, dafür habe ich aber die besseren Ausgebildeten. Meine sind stärker. Jetzt platziere ich diese Bogenschützen hier oben auf der Mauer, damit die gleich erstmal hier so einen schönen Feuerregen oder Pfeileregen auf sie niederlassen können. Belagerungswaffen hat der hier. Türme, Leitern und einen Rambock für mein Tor. So. Nachdem ich alle Bogenschützen mehr oder weniger erfolgreich platziert habe, habe ich hier unten noch schwere Fußsoldaten. Die stelle ich auch mit auf die Mauern. Moment. Denn es wird durchaus vorkommen, dass einer dieser Türme tatsächlich ankommt. Und da sind meine Bogenschützen, weil sie ja nur Bogenschützen sind, so gut wie tot. Das heißt, ich setze die Infanterie jetzt ein, um quasi meine Bogenschützen auf den Mauern zu schützen. Der Rest der Infanterie kommt hier vors Tor, denn da werden sie sich ja gleich durchbrechen. So. Fast alles platziert. Des Weiteren habe ich noch 3 Kavallerieeinheiten, die einfach dafür da sind, denn ich muss vielleicht mal schnell oder oft die Position irgendwo ganz schnell hin, und da sind die Fußsoldaten halt einfach zu langsam zu. Gut, jetzt habe ich alles platziert und jetzt kann ich sagen, Schlacht starten. So. Und schon jetzt, ich spiele übrigens auf schwer, dass mir das nicht verkannt wird, wenn ich jetzt weniger erfolgreich spiele. Also ich spiele auf schwer, ganz schwer. Richtig schwer. So. Und schon geht das Feuer meiner Bogenschützen los. Ich gebe jetzt mal 3 Einheiten von ihnen die Spezialfähigkeit Brandpfeile, dann schießen sie Brandpfeile. Was zwar nicht so genau ist, aber die Moral der Feinde senkt. Da kommen sie schon mit ihren Leitern. Oh, ich habe sie nicht so schnell erwartet. Die Türme hier schießen übrigens auch selbstständig. Die kann ich gar nicht steuern. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Aber ich hier. Dahinter stehen die. Die gepanzerten Schwertkämpfer. Sie richten jetzt die Leiter auf. Mehr oder weniger. Der erste Belagerungsturm ist gleich da. Belagerungstürme können auch abbrennen. Ja, ich hab ihnen sogar ein bisschen Kavallerie gegeben. Ich hoffe mal, dass sie abbrennen. So. Der will wahrscheinlich jetzt. Das sind 2. So, die ersten Feinde sind jetzt auch schon auf meiner Mauer. Werden aber, wie man sieht, direkt von meinen Schwertkämpfern abgefangen. Und hier
ich gehört, ist ein Belagerungsturm. Was ich übrigens ganz cool finde, hier man sieht, wie die Gegner einzeln da hochgehen. Also wie sich jetzt diese riesige Schar im Enten- oder Gänsemarsch da hochgeht. Also bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ich habe, wie man da unten sieht, 18% der Feinde schon ausgeschaltet und habe erst jetzt 3 Männer verloren. Und die sind... sie haben das Tor geknackt. Aber weil ich ja so schlau war, habe ich ja die gepanzerten Schwertkämpfer davor platziert, sodass sie kaum eine Chance haben, direkt durchzustürmen. Es ist wie bei 300, wie bei Sparta an den Thermopylen gegen die Perser. Das heißt, es wird sich jetzt eine riesige Masse auf eine kleine Stelle konzentrieren und gegen starke Leute kämpfen. Also ihr kennt ja das Prinzip und habt den Film auch gesehen, 300. Cooler Film übrigens. Oh, wenn es jetzt weiterläuft, dann wird dieses Einmatch mit aber ein kurzes Einmatch mit. Hier. Ich habe den Belagerungsturm in Brand gesetzt. Und die haben die jetzt einfach zurückgelassen. War ja auch unsinnig, den jetzt noch mitzutragen, jetzt wo er brennt. Bam, jetzt kracht er zusammen. So, am Haupttor ballt sich jetzt alles. Aber meine Schwertkämpfer leisten da sehr gute Arbeit. So, ich muss sie nicht mal mehr bis jetzt Kavallerie einsetzen. Was allerdings auch wieder schwer ist, weil die Gegner hauptsächlich aus Speerträgern bestehen und Speerträger gegen Kavallerie ist immer mit hohen Verlusten verbunden. Es wird mir angezeigt, dass ich das Tor verloren habe. Warum auch immer. Oh, sie drängen mich langsam zurück. Ich habe noch genug Schaden Schwertkämpfer, um die so ein bisschen auszusetzen. Hier zum Beispiel, die haben schon die Hälfte verloren. Diese Einheit. Von 120 sind jetzt nur noch 60 da. Und die Zahl sinkt. Ist ja nicht auf den Mauern kommen, was los? Ich kann die mal von den Mauern runterholen. Ich werde das ein bisschen schwachsinnig, die einfach stehen zu lassen. Und meine gepanzerten Serigans, Schwertträger, sind von 150 jetzt schon auf 45. Man sieht halt, wie cool eigentlich die Schlacht so ist. Des Weiteren muss ich auch die Grafikeinstellungen weitgehend auf niedrig tun, weil es sonst einfach zu unschönen Rucklern gekommen wäre. Es ruckelt zwar ein bisschen, aber nicht so stark. Also ihr müsst euch das Spiel noch ein bisschen schöner vorstellen. Des Weiteren müsst es einfach schöner vorstellen. Die meisten Spiele, die ich spiele, müsst ihr euch schöner vorstellen. Also bis jetzt läuft es ganz gut.